Naja, das ist letztens passiert. Obwohl Kendrick freigesprochen wurde, glauben immer noch viele, dass die Polizei mit der Mafia zusammenarbeitet. Können Sie dazu etwas sagen? Ich sage Bullshit. Ich sage Bullshit, Mann. Oder kein Kommentar? Ich weiß es nicht. Bullshit. Bullshit. Und so geht es jetzt weiter. Tag 3, der 17. Juli, Mittwoch. Und da sind die Zeitungen, Bau des Kinomuseums erneut verschoben. Francis Kendrick kündigt vorgezogenen Ruhestand an. Francis, der alte Frank, legendärer Sänger Gennaro Crespo kommt nach Freeburg. Gennaro Crespo. Na gut, bin im Bilde, wir gehen mal zur Arbeit. Eins, zwei, komm schon. So, das ist ja mal was. Ich kriege gerade echt schlimmes Sodbrennen. Wäre vermutlich besser, ich gehe nach Hause und lege mich hin. Roy, ich denke, naja, obwohl du bist ganz schön alt, was? Roy und sein Sodbrennen. Ach, komm schon, du kannst gehen, Roy. Dich braucht niemand. Oh, Robbins, ich war die ganze Nacht auf, um einen spannenden Krimi namens Die letzte Versuchung Neptuns zu lesen, bin aber noch nicht ganz am Ende. Ich bin mir fast sicher, dass der Geist des Vertreters der Täter ist, aber ich weiß es noch nicht genau. Kann ich nach Hause gehen und das Buch zu Ende lesen? Nein, was zur Hölle? Robbins, hast du einen Knall? Also ganz ehrlich, so, wir können Abzeichen verteilen. Ich denke, ich habe noch keinen Grund. Ganz ehrlich, ich kenne die ja gar nicht. Wir beginnen mal den Tag. Keine Abzeichen für meine Boys. Oh, wir können die Musik auswählen. Was ist das? Interessant, interessant. Wir nehmen mal, was nehmen wir denn? Was ist das denn? Chopin. Frédéric Chopin. Das spielen wir ab. So, Tag 3 beginnt und wir warten auf Einsätze. St. John's Dam. Alright, was haben wir denn hier? Vandalismus beim St. John's Dom. Wir haben einen verdächtigen Anruf vom Dom erhalten. Diesen Morgen hat der Abt entdeckt, dass jemand auf dem alten Friedhof gegraben hat. Die Grabsteine der alten Anlagen... Der alten Anlage wurde mit satanischen Zeichen beschmiert und einige zertrümmert. Es scheint, als wären Spuren einer Schaufel erkennbar, aber der Abt wollte nicht mehr dazu sagen. Ich würde sagen, weißt du, Robbins geht da direkt mal hin. Der mit seinem blöden Buch, was soll denn das? Und Grant kommt mit? Ihr guckt euch das Ganze mal an. So, bin gespannt, was haben wir denn hier? Polizeirevier 2? Oh, warte mal, hier haben wir Personal. Das ist unser Personal. Roy ist nicht da. Roy ist zu Hause wegen Sodbrennen. Aber klar doch. So, Arbeitsmarkt. Lisa Simpson. Okay, das ist jetzt ein Ding. Freddy Williams. Anna Sandstone. Red Wolf. William Adama. Dong Mai. Detective. Elysia Pavlovena. Carmen Brock. William Adama. Ich denke, wir stellen mal Lisa Simpson ein, denn ganz ehrlich, die ist ultra professionell. Und ich schätze, das könnte was sein. Freddy Williams. In meinem ersten Durchlauf, ne, habe ich gesehen, da hieß jemand Frank Drabin. Und ich dachte mir, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Dass die hier diese Easter Eggs einbauen, ist einfach nur der Wahnsinn. Lisa Simpson, du bist auf jeden Fall dabei. Dich heuere ich an für Schicht A. Ich weiß gar nicht. Copslots? Ne, für Shift, Schicht B. Schicht A, Schicht B. Shift? Ich weiß nicht, B. So, was ist denn hier? Rückstand? Keine Ahnung. No messages? Wir haben's. Schließen. So, 11 Uhr. Tag 3 läuft. Nächster Einsatz. Atticus Wolkenkratzer. Vandalismus natürlich. Der Geschäftsmann Harley Jones hat aus seinem Fenster gesehen, wie Teenager beleidigende Sprüche in sein Auto gekratzt haben. Oh, nee, Teenager. Das macht mal Samadi und Birch. Sollte reichen, ganz ehrlich. Also mehr müssen wir da nicht hinschicken, das ist einfach nur total lächerlich. Die paar Teenager da, die werden sie doch wohl in den Griff bekommen. Ah, wie entspannt das heute ist, oder? Wie entspannt. Da haben wir schon mal den ersten Bericht, Vandalismus. Der Dom, Täter ist entkommen, na toll, Robbins. Das ist echt ein bisschen blöd gelaufen. Aber gut, nächster Einsatz. Eddie's Burgers.
Eine Kellnerin namens Mila berichtet, dass sie gerade einem gefährlichen Verbrecher, den sie im Fernsehen gesehen hat, ein Hähnchenmenü und eine zuckerfreie Cola serviert hat. Der Verdächtige sitzt am Fenster und isst seinen Burger. Gut, Stovel? Stovel und, oh Gott, wir haben niemanden mehr. Birch Jr., ich weiß ja nicht. Birch und Birch Jr. Ja gut, ich hoffe, das wird was. Wir werden sehen. Angelegenheiten, was ist denn das überhaupt? Polizeirevier, Angelegenheiten ansehen. Gehen wir mal da rein, was ist denn das? Ach nee, das ist das. Okay, cool, wir müssen wohl erstmal alles freischalten. Vandalismusbericht. Täter ist entkommen, na super, Birch. Weißt du, wenn der genauso ist wie sein Sohn, dann vielen Dank auch. Beziehungsweise andersrum, wenn der Sohn genauso ist wie sein Vater, dann wird der nächste Bericht wohl auch sehr enttäuschend laufen. Die Schicht A ist ziemlich enttäuschend, in der Tat. Na gut, 15 Uhr, Bericht, verdächtige Personen. Haben sie es geschafft? Falscher Alarm. Ach man, die Kellnerin hat den pensionierten Polizisten Frank Nero mit dem Flüchtigen verwechselt. Frank! Immer sind es die Franks, meine Güte. So, hier, oh, King Louis Nachtclub. 16 Uhr natürlich. Mr. Boyd, mein Türsteher hat sich wieder mit mexikanischem Essen vollgestopft und jetzt kommt er von der Schüssel nicht mehr runter. Inzwischen reicht die Schlange vorm Club aber einmal um den Block. Wir brauchen da draußen jemanden, der die coolen Leute von Punks unterscheiden kann. Ich weiß genau, wer das kann. Es ist Robbins. Den will ich ärgern. Ohne Mist, der mit seinem blöden Buch. Spiel mal Türsteher, Robbins, für diesen Abend. Das passt schon. Ich bin der beste Polizeichef dieser Welt. Ja, ich respektiere meine Beamten. Das ist sowas von klar. 17 Uhr. Ich meine, wie lange geht so ein Tag? Bis 20 Uhr? Keine Ahnung. Oh, Christopher G. Sands Eislauf. Arena. Oh, gerade kam ein anonymer Anruf herein. Ein Clown soll in der Eislaufhalle Cracker an Teenager verkaufen. Ein Clown? Na gut, Birch und Birch Jr. Das ist genau euer Ding. Irgendwas mit Clowns. Geht mal hin. Vater-Sohn-Business. Definitiv, das könnte was sein. Eventuell kaufen die sogar noch Crack von dem. So, Bericht. Warte, Bericht. Sorry, Chef, aber ich kündige. Diese eine Nacht hat mir mehr Kohle gebracht als ein ganzer Monat in dieser Klitsche. Mr. Soken sagt, er hätte kein Problem damit, mich wieder zu engagieren. Schätze mal, ich bin einfach nicht zum Polizisten gedacht. Ach, wirklich? Du blöder Robbins, ich hasse dich. Na gut, Sam Snorkin, danke für Ihre Hilfe, Mr. Boyd. Danke, Sam Snorkin. Ja gut, kein Problem. Was haben wir hier? Fleetstraße, Selbstmorddrohung. Ein nackter Mann mit einem Kanister voll Benzin hat gedroht, sich selbst in Brand zu setzen, wenn seine Lieblingstorte an Kaugummi nicht wieder beliebter wird. Lieblingssorte an Kaugummi, nicht Torte. Sorte. Okay, wer hat denn jetzt das Einfühlungsvermögen? Es muss doch der hier sein. Obwohl, der ist ein knallharter Hund. Ich schick mal Grant und Vandal. Bitte überredet ihn nicht zu springen. Oh mein Gott, ich meine, sich in Brand zu setzen. Springen, in Brand setzen ist doch das Gleiche, meine Güte. Toll. Robbins ist weg, weißt du, dieser andere Dude ist zu Hause und hat Sodbrennen. Schicht A ist für den Arsch. Schicht B ist meine starke Schicht. So, Drogenverkauf. Als die Polizisten ankommen, sehen sie einen Clown, der Ballontiere für Kinder bastelt. Den Clown vorsichtig von den Tribünen aus beobachten. Einen Regenmantel überwerfen und vorgeben, ein Kunde für illegale Ware zu sein. Den Clown mit auf das Eis nehmen und Zeugen sammeln. Ich denke mal, das ist das Richtige. Wir werden ihn ein bisschen verarschen. Mal gucken, ob das funktioniert. Na? Täter sind kommen. Verdammte Scheiße, Birch und Birch Jr. Ihr seid doch alle beide scheiße. Das ist doch... Ach, Mann. Wie der Vater, so der Sohn. Selbstmorddrohung, ist er tot? Täter gefasst, Gott sei Dank. Beamte unversehrt. Grant und Vandal haben gerockt. Super. Das freut mich. Das freut mich in der Tat. Ich denke, Grant ist für mich dann heute auch der MVP. Tag beenden. So, was machen wir denn jetzt mit dem hier? Der ist doch komplett scheiße hier. Der Robbins. Schicht B, können wir ein bisschen umorganisieren? Lisa Simpson muss in Schicht A. Wie kann ich denn das machen, Mann? Ich muss umorganisieren. Schicht B ist viel besser als Schicht A. Verdammt nochmal. Tag beenden. Tag 4, der 18. Juli. Na gut, warte mal. Robespierre wird seine Identität enthüllen, wenn die Zeit reif ist. Feministische Organisation wurde offizielle Anerkennung versagt.
Feinde nutzen Feministen, um Freeburg zu zerstören. Okay. Das sind mal Schlagzeilen. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch, and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate, and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello? Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address? Phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to two suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They'd give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, meine Frau hat mich verlassen. Das ist echt irgendwie total furchtbar. So, Schicht B. Wer war denn letztens hier MVP? Purdy? Definitiv Purdy. Warte, wir können doch hier mal... Zack, Purdy hat ein Abzeichen verdient und wer sonst? Keine Ahnung. Wir geben mal Yancy, Tsubaki, Asano? Ich weiß nicht. Lass mal hier Purdy 2 geben. Das ist Purdy. Oh mein Gott. Tag beginnen. Und wir wählen diesmal die blaue aus. Warte, die blaue? Ja, das nehmen wir. Butt meets Bob. Let's do it. Was für ein schöner Tag heute. Oh yeah. Alle schwarzen Polizisten entlassen.
Was zur Hölle? Moment, Moment, Moment. Alle schwarzen Polizisten entlassen. Eine rassistische Gang macht in letzter Zeit Ärger in der Stadt. Ihre Mitglieder fangen afroamerikanische Einwohner und prügeln sie zu Tode. Vor kurzem haben sie einem lokalen Radiosender eine Nachricht geschickt, dass sie alle schwarzen Ärzte, Feuerwehrmänner und Polizisten töten werden. Wir brauchen keine weiteren toten Polizisten, besonders nicht wenige Monate vor der Wahl. Die Rassisten erhalten mehr und mehr Anhänger und sogar einige unserer Bürger unterstützen sie. Sie werden wegen der um sich greifenden Rassenunruhen alle ihre afroamerikanischen Angestellten innerhalb der nächsten 2 Tage feuern müssen. Was zur Hölle? Nur wegen dieser Leute hier? Das ist ja furchtbar. Was ist das hier? Warte, Mord. Oh Gott. Zerstörung von Privateigentum. Ein Straßenkehrer der Stadt hat gesehen, wie ein älterer Mann mit einer langen Eisenstange zu mehreren teuren Autos auf einem Parkplatz gegangen ist. Die ganze Straße konnte ihn schreien hören. Bastarde, Diebe, Blutsauger. Das ist eindeutig ein Fall für Tsubaki und Simpson. Die soll sich direkt mal einarbeiten hier, die Lisa Simpson. Okay, und Mord ist halt mies. Ghetto, okay. Der Aktivist für die Rechte von Afroamerikanern, Ronnie Moore, wurde vor seiner Wohnung tot mit mehreren Schusswunden aufgefunden. Shit. Okay, warte mal, Detective, wen nehmen wir denn da? Der Brito, der sieht echt irgendwie komisch aus. Mole, Armstrong. Armstrong nehmen wir lieber besser nicht. Wir nehmen mal Mole. Und Mole bekommt noch Unterstützung von... Ich kann nichts machen, warte mal. Wie kann man das machen? Von Armstrong? Nee, von The Brito. Ich würde gerne andere da reinstecken, geht aber nicht. Na gut, fortfahren. Der Mord wird untersucht. Oh mein Gott. Hier ist ja echt was los, ne? Heute? So früh am Morgen? Mord, Aktivisten, irgendwas in der Vorstadt. Autodiebstahl. Die Sicherheitskamera einer Tankstelle hat ein Auto aufgenommen, das auf der Liste gestohlener Fahrzeuge steht. Okay. Purdy, du machst das zusammen mit Asano. Und Yancy. Und Price, komm, zieh die mal mit, ne? Die brauchen ein paar Punkte. Price. Ach, so eine Enttäuschung, ganz ehrlich. So, Zerstörung von Privateigentum, Mord. Pass auf, Bericht. Täter gefasst? Ich wusste es, Tsubaki und Simpson, ihr seid die Besten. Schließen, Mord, Ermittlung hat begonnen. Okay, Hinweise, Eric Graham, a drunk witness. Die sind in einem Auto vorbeigefahren und haben mit sowas wie einer Maschinenpistole geschossen. Ich habe nicht viel gesehen. Ablauf. Der kommt raus. Und der ist tot. Mord. Okay, wir können noch nicht viel machen. Mr. Clayton, ich habe nur ein paar gedämpfte Schussgeräusche gehört. Warte mal. Gedämpft? Das widerspricht sich. Der hat gekriegt, was er verdient hat. Der hat schon lange für Ärger gesorgt und in letzter Zeit gab es da eine Menge Streit und Zoff. Mr. Carr, Mrs. Cobb. Ich kann mich an kein Auto erinnern, um die Gegend, und die Gegend war ruhig. Ich habe keine Schüsse gehört. Mr. Carpenter, die Polizei heutzutage tut gar nichts mehr. Ich bin beinahe selber gestorben. Ich war draußen, um zur Apotheke zu gehen und wurde beinahe von so einem Idioten überfahren. Okay. Das sind die Hinweise. Ich kann halt nichts machen. Gut. Die Musik ist aus. Lass mal ein neues Stück wählen, und zwar das hier. Billabong. Läuft. Okay, gut, zurück. So. Ja, die Stimmung hat sich ein bisschen verändert. Was haben wir denn hier? Verdächtige Person. Desire Park. Oh, warte. Autodiebstahl Vorstadt. Der Fahrer ist nicht zu sehen. Auto durchsuchen, mögliche Augenzeugen befragen. In sicherem Abstand warten, bis der Fahrer auftaucht. Das ist es. Wir beschatten jetzt das Auto. Läuft, okay. Vorstadt? Okay, Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Price hat Punkte bekommen, die will ich entlassen. Die ist zu alt, glaube ich. Die ist zu alt und nicht mehr auf Zack. So, Desire Park. Corey Ramsey, mehrfache Mutter, hat ihre Sorge über einen verdächtigen Mann mit Brille ausgedrückt, der auf einer Bank neben einem Spielplatz sitzt. Er beobachtet die Kinder seit über einer Stunde und hat mehrere Fotos von ihnen gemacht. Corey und Austin... Kümmert euch. So ein Pädophiler im Park, der muss auf jeden Fall gestellt werden. Das geht so nicht. Das geht auf keinen Fall. Was ist denn überhaupt mit der SWAT-Einheit? Was kann ich denn damit machen? Nix, ne? Absolut gar nichts. So, Purdy ist auf jeden Fall mit Abstand die Beste. Oh, Bericht, warte. Bericht.
Cochi und Austin, Täter gefasst. Beamte unversehrt. Das ist doch bestens. Supidubi. Dragon's Lair Club. Mr. Boyd, ich eröffne den ersten Kampfsportclub in Freeburg und als Einstieg will ich einen Übungskampf abhalten, in dem einer meiner Schüler sich ihrem härtesten Kopf stellt. Nach dem Kampf werde ich dann ihrem Mann ein paar Tricks beibringen, die ihm auf der Straße helfen werden. Simpson zu Bucky. Warte mal, Purdy ist noch nicht da. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Warte mal. Escape. Noch 23 Sekunden. Purdy ist auf jeden Fall da. Warum können wir das nicht auswählen? Jetzt kann ich das machen. Purdy ist mein härtester Cop. Purdy macht damit. Obwohl, warte mal, nachher verliere ich die noch. Ah ne, wir machen das mal. Purdy, let's do it. Du bist die härteste Sau in meiner Mannschaft. Oh, Bericht Mord? Warte. So, Detective Mole. Aktuell 3 neue Schnappschüsse. Ermittlungen eröffnen. Lass mal gucken. So, wir haben 3 Bilder. Ein Auto. Können wir das irgendwie anders machen? Warte mal. Drug Lord. Einen Moment. Das kommt auf jeden Fall dahin. Nee, warte mal. Können wir das nicht noch anders machen irgendwie? So. 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 Müsste doch hinkommen, oder was? Ich habe keine Ahnung. Der kam raus, wurde erschossen. Auto. Nee, Auto stand da. So, der Verdächtige ist Travis Horton, ein bekannter Rassist mit mehreren Vorstrafen. Aha. Okay. Gut, dann ist ja gut. Dann haben wir das auch schon mal gemacht. Oh Gott, warte. Ich bin überfordert gerade. Ein bisschen gewaltsame Auseinandersetzung. Kevin's Throat Bar. Ein Barkeeper berichtet, dass 2 Tänzerinnen begonnen haben, sich über Trinkgeld zu streiten und ein Kampf auf der Bühne ausgebrochen ist. Yancy und Simpson und Tsubaki, ihr macht das. Weißt du, ihr haltet die mal auf. Und dann gucken wir mal hier. Hafen, Lagerhäuser. Travis arbeitet am Hafen als Dockarbeiter. So, wir können mit Polizisten hingehen, aber warte mal, das machen wir vielleicht nicht heute, denn ich will Purdy dabei haben. Das ist verdammt nochmal wichtig. Sie haben 2 Beamte geschickt und der leitende Ermittler. Wir warten mal noch kurz. Oh, warte, was ist das? Verbrechen, gewaltsame Auseinandersetzung, Octopus Restaurant. Ein Barkeeper hat berichtet, dass ein Kampf zwischen einem Gast und dem Türsteher der Bar ausgebrochen ist. Der Mann war offensichtlich betrunken, während des Auftritts einer hiesigen Sängerin auf die Bühne geklettert. Was? Der Mann war offensichtlich betrunken? Achso, geklettert und hatte versucht, ein Duett mit ihr zu singen. Ach, Austin und Price, ihr macht das. So, Purdy muss langsam mal nach Hause kommen. Schnell, Purdy! Okay, Purdy kommt nicht. Wir müssen auf jeden Fall jemanden schicken. Cochi und Asano. Ich hoffe, wir können das jetzt aufklären hier mit Travis. Do it! Oh, der Tag ist vorbei. Mist! Aber gut, warte mal. Katsuki Tamura. Chef, ich hätte den Japaner ein paar Mal beinahe erledigt, aber der war zu schnell für mich und hat dann nach Punkten gewonnen. Ich verstehe all diese Regeln von denen nicht und kann deswegen nicht so recht die Punkte mitzählen, aber er war schon okay. Er hat mir sogar ein paar Tricks nach dem Kampf gezeigt. Ich habe mich ein bisschen zu sehr dafür begeistert und dann etwas im Rücken gezerrt. Denken Sie, ich könnte den Tag freinehmen? Oh Mist. Ja, ich denke schon. Purdy, das passt schon. Gewaltsame Auseinandersetzung. Auf der Bühne sind 2 Stripper, die aufeinander losgehen. Und das nicht nur zur Schau. Die sind drauf und dran, sich die Augen auszukratzen. Der Türsteher schläft tief und fest, eindeutig zu betrunken, um sich darum zu kümmern. Die betrunkenen Gäste schauen sich amüsiert den Kampf an. Waffe ziehen, Musik aus und Licht anmachen. Hört mal zu, lasst den Scheiß oder die Sache wird richtig ernst. Musik aus und Licht an. So. Oh, okay. Die Stripper kämpfen weiter miteinander und scheinen die Polizisten nicht zu bemerken. Zuschauen und nicht angreifen. Auf die Bühne gehen und versuchen, die Frauen voneinander zu trennen. Den Barmann um einen Eimer kaltes Wasser bitten und dieses über die Kämpfenden schütten. Ja, das mache ich. Täter gefasst. Läuft auf jeden Fall. Sehr schön. Ja gut, hat funktioniert. Und das war der Tag jetzt, oder was? Oder geht's noch weiter? Tag 4? Warte mal, wir fahren noch irgendwo hin. Da hinten Bericht, gewaltsame Auseinandersetzung. Hab das geschafft, Täter ist entkommen. Ach, Price, du alte Nulpe. Ich muss die entlassen, ganz ehrlich. Das läuft so nicht weiter, das geht einfach nicht.
Bericht, Mord. Warte. Täter gefasst. Oh, das war gut, das war gut. Ja, der Mord ist aufgeklärt. Fall abgeschlossen. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Naja, läuft auf jeden Fall. Tag beenden. Meine Güte, das war mal ein aufregender Tag, was? Mord, gewaltsame Auseinandersetzungen, Stripper, die sich prügeln. Also, ich weiß ja nicht, das wird bestimmt noch richtig abgefahren hier, wenn wir weiter fortschreiten. Ich hoffe, es hat dir bis hierhin gefallen. Und wenn ja, dann lass doch eine Bewertung da oder einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Mach dir noch einen schönen Tag und, tschüssi. Genau, das war das Wort. Tschüssi.